Krise beim FC Bayern. Escher als Trainer angezählt nach der Supercup-Niederlage gegen Keitlo. Kann er sich revanchieren? Gelingt der Saisonstart? Das jetzt im Football Manager 2020. Let's play! Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor, was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer. Hallo und herzlich willkommen zurück. Neue Woche, neue Ausgabe Football Manager 2020. Wir spielen den Football Manager. Wie man sehen kann, spielst du Bayern München, ich Borussia Dortmund. Dann würden wir die Leute völlig irritieren. Nein, das wäre richtig crazy. Du spielst Borussia Dortmund, ich spiele Bayern München. Wir wollen eine Saison durchspielen. Wir wollen Meister werden beide. Wir haben beide selbst erklärtes Ziel Meisterschaft. Wir haben beide selbst erklärte Ziel, diesen Verein nach vorne zu führen. Wir haben beide in der letzten Ausgabe schon den ersten Titel ausgespielt, den Supercup. Nach einer ganz schwachen Leistung hat der FC Bayern München mit 1:2 verloren gegen Borussia Dortmund. Der erste Titel ging an dich. Tatsächlich auch nach dem 1:0. Also ich habe 1:0 hinten gelegen. Und trotzdem hat meine Mannschaft noch den Mut gefasst und 2:1 gewonnen. Ich bin bereit, zurückzukehren. Du bist auch bereit, noch mehr zu leisten. Exakt. Ich fange mal an. Du kannst du noch deine letzten Einstellungen da machen. Dann kann ich kurz erzählen, was ist passiert, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ja. Nicht viel. Wir haben die Vorbereitung abgeschlossen. Wir stehen kurz vor dem Saisonstart. Wir haben beide noch ein Testspiel jeweils gemacht. Das haben wir beide verloren. Ich 0:1 gegen Milan, du 1:2 gegen Inter. Dann haben wir noch Pokal gespielt. Erste Runde beide weitergekommen. Ich mit einem sehr überzeugenden 7:0. Du mit einem nicht ganz überzeugenden 2:0. Aber beide sind weitergekommen. Beide sind in der nächsten Runde. Für mich geht es gegen Hoffenheim. Ja. Für dich geht es gegen Düsseldorf. Ich wollte nur kurz ansprechen, Torgan Hazard mit Doppelpack. Damit hat er sich spätestens jetzt den Stammplatz erkämpft. Ja. Torgan Hazard mit Doppelpack. Ich habe an meinem Kader gemerkt, nach dem Spiel gegen dich, ist ein bisschen zu luftig, die Taktik. Habe noch ein bisschen taktisch was gearbeitet. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ich habe jetzt auch mir bewusst geworden, was für ein Spieler fehlt. Nämlich, es fehlt ein Balleroberer vor der Abwehr. Mhm. Nicht nur ein tiefer Sechser für die 4-1-4-1-Taktik, sondern ein Balleroberer. Und habe jetzt 50 Millionen geboten für Emre Can. Denn das ist auch deine Ausstiegsklausel, richtig? Das ist meine Ausstiegsklausel, ist bezahlt. Ich jetzt Rummenigge habe ich geschickt runter nach Turin für die Vertragsverhandlung. Aber das ist gar nicht so viel Budget. Ich habe ein Budget von, ein Transferbudget von 33,42 Millionen. Mal gucken, ob Rummenigge noch so viel rausholen kann. Kann auch noch Budget anpassen ein bisschen. Oh, schau an, naja. Auf 42 Millionen, aber mal gucken, was dann die sagen. Es kann aber auch dann noch einen Spieler verkaufen. Ich habe auch noch ein, zwei Ideen von Spielern, die ich loswerden könnte, zum Beispiel ein Cousins, der bei mir eh keine Einsatzchance hat. Ich kann mal kurz sagen, was ich noch gemacht habe. Ich habe nämlich, um Geld zu bekommen tatsächlich, und weil ich gar nicht großartig mit ihm geplant habe, weil ich diese Position auch gar nicht so richtig ausfülle, diese typische Achterposition, habe ich Moda Hut verkauft. Für viel zu wenig Geld an Leicester City. Ich glaube, es war 15 Millionen oder sowas. Gut, kann man drüber streiten, aber ich wusste nicht, ob da noch mehr Angebote kommen. Dafür habe ich mir in der letzten Folge ja schon Ibrahimovic geholt, der noch nicht getroffen hat. Bisschen ärgerlich. Deswegen ist mein absolutes Ziel nach wie vor als Backup für El Kassa Haaland. Und Haaland habe ich jetzt tatsächlich auch mal angefragt. Und ich weiß gar nicht, wo man es sehen kann. Auf jeden Fall hat Salzburg gesagt, ja, nehmen wir. Erst war noch Brünn Larsen mit drin, also als Schmankerl dazu. Den habe ich jetzt rausgenommen, weil der wollte gar nicht zu Salzburg. Deswegen habe ich jetzt 17,5 Millionen für den geboten. Ich hoffe, dass sich das auszahlt. Das ist ja eine ganz schöne Ruhe. Wäre echt, wäre das ein Schnapper auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Aber natürlich, wenn man bedenkt, dass wir nur eine Saison spielen und natürlich dadurch keine Zukunftsplanung großartig brauchen, ist das natürlich dann auch ein riesiger Transfer. Weil der natürlich eigentlich noch Zeit braucht. Exakt, der muss eigentlich auch funktionieren als Backup sofort. Schauen wir mal, wie das funktioniert, ob das überhaupt was wird jetzt mit den Vertragsverhandlungen. Aber so viel zu meinen Transfers. Ja, ich kann jetzt, ich werde, glaube ich, ich sehe gerade, dass der Verein an Tolisso Man United interessiert ist. Kann ich ja vielleicht mal überlegen, ob ich ihn nicht vielleicht dann verkaufe, wenn ich Schaden bekomme. Aber das gucken wir mal. Du könntest ja ihn oder Goretzka quasi verkaufen, ne? Ja. Ich mache jetzt erstmal die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Der Saisonstart, Freitag, 20.30 Uhr. Im echten Leben ging es 2:2 aus. Ich hoffe, ich mache eine bessere Leistung. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie mich taktisch überraschen können. Ich denke, ich bin gut vorbereitet auf die. Absolut. Das ist richtig. Der Weg in eine neue Saison ist, mit einem Dreier zu starten. Sind zuverlässig, einen guten Start hinlegen zu können. Wir werden eine, ich denke, die Mannschaft ist gut. Die Saison entscheidet nicht an den Spieltag. Ein Sieg wäre klasse, aber ich werde nicht überreagieren, wenn es nicht klappt. Haben Sie eine klare Vorstellung? Ja.
Ich habe einen festen Stamm im Kopf. Los geht's. Escher sieht Kimmich in einer Führungsrolle, das sehe ich tatsächlich. Kimmich ist einer meiner wichtigsten Spieler. Ich werde auch erstmal mit ihm anfangen. Ich hätte erstmal mit einer sehr offensiven Taktik anfangen. Die hat mir im Pokal, okay, gegen Viertligisten und sowas, aber da hat es sehr gut funktioniert. Bin ich gespannt, ob das jetzt auch funktioniert. Hier sieht man, dass Haaland bestätigt wurde. Erling Haaland für 17,25 Millionen. Kann noch steigen auf 24 Millionen. Selbst das wäre in der Realität noch okay. Aber die Vertragsverhandlungen müssen noch geführt werden. Exakt. Und ich hoffe, dass da nicht irgendwas noch schief geht mit den Beratern oder sowas. Aber das macht ja Zorc und auf Susi ist Verlass. Hm. Posteingang. Was geht ab? Was geht ab? Analyse über unsere nächsten Gegner. FC Augsburg. Stimmt. Ich spiele am Samstag dann gegen FC Augsburg, nachdem du die Saison gestartet hast. Mats Petersen ist der Schlüsselspieler bei Augsburg. Okay. Zusammenfassung der Transfers und Vertragsvorschläge. Zeigen Sie ein Anfangsinteresse am Spieler? Wie? Guck mal, da sind Sie aber ein bisschen hinterher hier. Ich habe den ja schon transferiert. Und trotzdem wird hier angezeigt, dass Waldemar Wrobel zum Scouten geschickt werden soll. Ja, dann jetzt. Du hast ja mit den Scouts, du hast ja Probleme da mit deinem Leben. Nein, warte. Bei mir ist Mats Hummels auch verletzt. Okay, 7 Tage bis 2 Wochen, damit kann ich leben. Bei mir ist Manuel Neuer verletzt. Für die nächsten 4 bis 6 Wochen mit einem Leistenbruch beidseitig. Er hat so eine überragende Leistung im Supercup gezeigt. Jetzt muss Sven Ulreich ran, der statt 4 Sterne nur 2,5 Sterne hat in dieser Rollenversierung. Aber kannst du noch mal gucken, ob der eine geile Rolle ausführen kann. Hier mitspielender Torwart, verteidigen. Verteidigen, ja gut. Ich sag mal so, es gibt schlechtere zweite Keeper als Ulreich. Es gibt, trotzdem ist das blöd. Es gibt auch bessere wie Marvin Hitz. Ich werde jetzt erstmal das Taktik-Briefing abhalten. Ich muss mal gucken, was kann denn der Gegner? Der Gegner ist Hertha BSC. Hertha BSC hat Lukas Klünter. Mit Angriffen von links haben sie so ihre Probleme. Okay? Sie haben den Ballbesitz oft in den zentralen Bereichen. Briefing abhalten. Ich möchte vor allen Dingen von meiner rechten Seite ein starkes Spiel sehen. Ich erwarte von Coman, dass er das gut macht. Ich erwarte von Kingsley Coman, dass er heute ordentlich ins Dribbling geht. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir die Formation gut ausführen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir geduldig spielen. Okay. Meine Mannschaft ist damit nicht einverstanden, aber sie wird damit leben müssen. Ich kann mal die Gegneranweisung mir angucken. Ah, die spielen natürlich sehr defensiv, wenn meine Scouts recht haben mit 4-1-4-1 tief. Ich habe jetzt schon noch weiter gedrückt, sorry. Das macht nichts. Ich würde gerne, dass wir mal gucken, einmal in die Gegneranweisung, weil das ist ja auch sehr wichtig, in so einem guten Matchplan zu haben gegen einen Gegner. Rehkick ist aber auch ganz gut am Ball tatsächlich. Ballannahme, Tackling, Ballanlagewert von 11, hat einen Passenwert von 13. Aber da könnte ich vielleicht mal ansetzen an Rehkick. Wobei, Ballername 11 bei Niklas Stark, passend 12, Technik 11. Da müssen wir vielleicht mal zum Pressing raufgehen. Da müssen wir eine höhere Pressenintensität haben. Auf ihn? Genau. Das würde unsere Chancen verbessern, Niklas Stark die ganze Zeit zu pressen. Das machen wir doch. Ich bin gespannt, wie dein Einstieg sein wird gegen Hertha BSC Berlin. Scouting-Auftrag abgeschlossen für meinen defensiven Mittelfeldspieler, aber das sind Namen. Gilavogi. Joshua Gilavogi. Hat aber auch keine hohe Empfehlung für das, was ich meine. Nee, ich hätte ganz gerne jetzt. Ein Sieg auch. Ich hätte ganz gerne Emre Can. Das wäre natürlich noch eine gute Hand. Alter, das wäre echt heftig, Alter, wenn du Emre Can kriegst, der ja auch dort war. Was ist denn das für eine Frage? Der Journalist Hassan Saya kommt und fragt mich. Oliver Glasner, Trainer von VfL Wolfsburg, denkt, dass mein Team zu den Favoriten für die Qualifikation zum internationalen Geschäft gehört. Ich bin der FC Bayern, verdammt, natürlich gehöre ich zu den Favoriten für die Qualifikation. Der Hassan macht einen komischen Job. So wie Salihamidžić. Aber den hast du ja nicht mehr. Nee, der musste gehen. Matthias, sag mal. Update zum Thema Eigengewächse, ja gut. Das ist mir jetzt egal. Ich habe übrigens ja auch versucht, Sven Mislintat zu bekommen, den ehemaligen Chefscout von Dortmund. Der hat allerdings kein Interesse, zurückzukehren. Jetzt darfst du deine Pressekonferenz machen. Ja, aber währenddessen kannst du eigentlich schon weitermachen. Also das kriege ich. Ich bin ja fertig mit meiner Taktik. Meine Mannschaft ist aufgestellt. Ein Großteil der Experten behauptet, dass die Leistung von Witzel der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison, ja, sichi, absolut Axis, von entscheidender Bedeutung für das Team. Denken Sie, dass Dortmund mit 3 Punkten in die Saison starten kann?
Wir haben hart gearbeitet, wenn die Spieler mit der gleichen Konzentration und Leidenschaft, jawohl. Hat sich in der Vorbereitung ein Stammteam herauskristallisiert? Ja, das erste Saisonspiel ist immer eine große Unbekannte. Ich will einfach eine gute Leistung sehen. Ich habe eine Mannschaft für dieses Spiel. Der Kader ist dafür da, für verschiedene Positionen und Situationen gewappnet zu. Ja, das ist richtig. Werden Sie Ihre Trainingsmethoden nach Thorgan Hazards Beschwerden ändern? Oh. Ja, ja, das ist bei mir. Ich muss da mal gucken ins Training. Auch Guerrero hatte da irgendwelche Probleme. Ich werde sie analysieren und prüfen. Sie verändern ihre Trainingsmethoden, um einen einzelnen Spieler zufriedenzustellen. Mangelt es da nicht an Überzeugung? Ja. Oh, gleich diese Nachfrage, Alter. Es bringt nichts hartnäckig an einer Philosophie festzuhalten, wenn die Spieler unzufrieden sind. Ich bin immer offen für die Belange meiner Spieler. Ja, das ist der Fall. Was glauben Sie, wer wird diese Saison den Titel in der Bundesliga gewinnen? Leidenschaftlich sage ich Borussia Dortmund. Ich mach's wie Dortmund in Real Life und pack die Eier aus und sag, wir werden Meister. Warum haben Sie Ihr eigenes Team ausgewählt? Sie scheinen zuversichtlich zu sein. Ich glaube, dass wir an der oder um die Tabellenspitze herum landen werden und es gibt absolut keinen Grund, warum wir nicht um den Titel mitspielen können. Yes. Geil. Das war doch eine solide Pressekonferenz. Sehr schön. Kann ich weitermachen? Ja, ich bin weit soweit. Ich habe keinen Ersatztorwart mehr, weil mein dritter Torwart auch verletzt ist und wow, im Kreuzbus ausfällt. Guck dir das mal an! Großkreuz hat mich schon wieder. Ach, dann soll er es lassen. Komm. Ich biete ja auch nicht, ich habe 3 Millionen für geboten. Ich weiß auch nicht, warum du den immer haben willst. Mann, einfach für das Mannschaftsgefüge, weil dann ist fast die ganze alte Truppe wieder beisammen. Die alte Truppe, ja. Weißt du, der kann von Meisterschaft erzählen. Das ist das Problem bei Dortmund. Nicht vergessen, der kann von Weltmeisterschaft erzählen. Ja, er kann erzählen. Und er kann erzählen, wie es war, zweimal Meister zu werden. Das ist doch das Problem von Dortmund, dass sie in der Vergangenheit festhängen, dass sie. Ist es? Ja, oder nicht? Findest du nicht? Findest du, nur weil wir Hummels, Götze und. Äußern? Doch, ich denke schon. Ach, komm mal. Erinnerung für Taktikbriefing. Ja, das muss ich wohl echt mal machen. Lieber. Hm. Weil es ist ja ein wichtiges Spiel. Ja. Viel höheres Tempo. Ist gut. Geil. Gegneranweisung. Auf den Torwart kann ich gehen. Was kann ich denn mit dem Torwart sagen? Kubek. Hä? Okay, das haut irgendwie nicht hin. Wenn ich hier raufgehe, kommt gar nichts für Kubek. Ah doch, hier, wir müssen dafür sorgen, dass Kubek auf seinen bedeutend schwächeren Fuß. Ey, Kubek ist echt eh so eine Pfeife. Ich bin kein Fan von dem. Ich hatte den bei Kickbase. Achso. Eine Zeit lang mal. Das war eine Vollkatastrophe. Müsste nicht. Ach, Mannschaft. Nicht. Ausfall von Mats Hummels. Da kann ich noch was sagen. Jeder muss aufgrund von Mats Hummels fehlen eine Schippe drauflegen. Ach nee, das stimmt ja nicht. Ich habe ja mit Zagadou eine gute Abwechslung hier. Wir dürfen keine Selbstgefälligkeit zulassen. Daher wird es trotz des Sieges zuletzt eine Vielzahl an Personen. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ich sage gar nichts mehr dazu. Ich sag noch eins. Nervt mich alle, kotzt mich alle an. Ich sag noch einzelnen Spielern was, und zwar Kassa. Ja, er soll sich offensiv auf jeden Fall zeigen. Und damit beende ich die Sitzung. Ich bin sehr gespannt, wie das mein Spiel gegen Hertha BSC wird. Weil wenn ich das verliere, dann bin ich halt schon. Ist auch echt kein einfacher Gegner direkt zu Beginn, ne? Ist kein einfacher Gegner. Ja, gut, das ist Hertha BSC. Also. Dann gucken wir mal, was Tobi da mit dem FC Bayern München. Ja, ich werde jetzt hier mein klassisches 4-2-1 aufstellen, ohne besondere Mätzchen, ohne besondere Ideen. Ich frage mal meinen Co-Trainer, ob er was zu sagen hat. Fokus auf das Spiel durch Zentrum? Nein, möchte ich nicht. Ich würde gerne weiter flügellastig spielen. Ich würde gerne loslegen mit dem Spiel. Bayern München gegen Hertha BSC. Das ist spannend. Ich habe kein Torwart mehr. Ich muss jetzt mit Klaus Burkhardt hier antreten. Ich weiß nicht, ob der gemeldet ist. Der hat eine Fähigkeit, die alle unter 10. Oh. Also ich kann halt wirklich nur wirklich hoffen, dass wenn Ulreich jetzt nicht auch noch was passiert. Du hast schon auch ganz schön Druck, oder? Also ich meine, die letzten Spiele liefen ja nicht so gut. Und wenn man wenn man bei Bayern Druck so in die, richtig, in die Saison startet. Der super Schmupa Pupa Cup da, der interessiert sich ja kein Schwein, muss man ja auch mal faktisch sagen. Ja, die positive Atmosphäre ist plötzlich weggeblasen. Die meisten Spieler interessiert es überhaupt nicht, was sie sagen. Oh Gott, oh Gott. Let's legt es an euch. Wünsche euch ein gutes Spiel an diesem Abend. Was ist das für eine Ansage? Ich wünsche ein gutes Spiel. Das hört sich auch keiner von das, was ich sage. Said no one ever.
Ich möchte, dass wir im Mittelfeld die Oberhand behalten. Sorgt dafür. Das sagt man als Aufgaben zu Zucker. Das sagt man aus Nettigkeit seinem Gegner, aber doch nicht seinen eigenen Leuten. Aber wie geht's? Robert Lewandowski ist der Kapitän heute. What? Qualität bringt damit. Wie ist es zu Robert Lewandowski? Ja, gut, weil Thomas Müller auch auf der Bank sitzt. Und wer ist dein. Ist Müller Manuel Neuer fehlen wird sicherlich. Müller ist der. Dein eigentlicher Kapitän? Vizekapitän. Ah, und, dein erster? Na, Neuer. Okay. Manuel Neuers Fehlen wird sich sicher bemerkbar machen. Wie hart wird es ohne sein Mitwirken werden? Es wäre schön, ihn dabei zu haben. Wir müssen jetzt hinnehmen, das Beste auf ihn machen. Hoffen Sie, dass Jerome Boateng in diesem Spiel seine gute Form beigehält. Natürlich, das ist eine bescheuerte Frage. Ja, das sage ich jetzt auch. Das ist schon. Wie sehr steigert Arne Meyers Fehlen ihre Chance auf den Sieg? Oh, Arne Meyer wäre auch ein guter Kandidat, tatsächlich. Ich bin lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass es könnte. Ich konzentriere mich lieber auf mein eigenes Team. So. Spielen und dann machen wir jetzt nicht nur Kommentar, aber entscheidende Highlights sollten wir schon machen, oder? Ja. Weil man muss ja sehen, was da so. Man muss ja sehen, wie ich die Tore schieße. Es ist. Beziehungsweise, was nicht so gut läuft nach dem Gegentor. Ich werde mal hier. Gnabry. Gnabry läuft. Gnabry läuft. Oh, schon die erste Chance durch Gnabry. Das ist ein guter Auftakt. Das ist ein sehr guter Auftakt für meine Mannschaft. Serge Schnabel. Ich bin ein bisschen nervös, weil. Was machen wir, wenn ich gefeuert werde? Der ist vorbei. Das ist diese letzte Reihe einfach vorbei. Das ist vorbei. Und es kann gut sein, dass der Vorstand mich feuert, wenn ich jetzt auch noch das Auftaktspiel vergeige. Ja, vor allem mit einem neuen. Wir haben schon eine gute Chance, das ist schon mal. Mit dem Trainer, der noch ein No-Name ist, also der ich ja auch bin, ist das natürlich auch nochmal schwierig. Ich spiele halt sehr riskant. Ich spiele offensiv, habe aber schon 2:0 Schüsse. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so endet wie im Spiel gegen dich. Aber es kann auch sein, dass deine Mannschaft einfach gut ist. Borussia Dortmund ist ja auch eine gute Mannschaft, die halt gut kontern kann. Ja, ich habe. Dass man da dann ausgekontert wird, ist dann wahrscheinlich, als wenn man jetzt gegen Hertha BSC spielt, die sich, wie man hier sieht, am eigenen Strafraum verballern. Ey, das Problem bei mir ist, aber ich muss mal gucken, dass ich mehrere Taktiken dem beibringe. Ich habe nur Lewandowski, ihr müsst auch mal schießen, Leute. Wir wollen immer ins Tor tragen. Ja, aus Netz. Aus Netz. Dieses Solo hätte einen Treffer verdient gehabt. Die ersten 20 Minuten gespielt, noch torlos. Bei der Partie FC Bayern München, Hertha BSC Berlin. Oh, aber Alaba, Degenpressing. Come on. Thiago zu Goretzka. Thiago. Die spielen immer viel zu sehr durchs Zentrum. Ich mache doch das Spiel schön breit. Guck mal, außen steht er auch. Hier unten links. Aber Lewandowski, ja, das ist gut. Jetzt nach rechts, nach rechts. 1-0 durch Robert Lewandowski. Wer sonst? Wie im echten Leben. Ja, wie im echten Leben. Er hat einfach Ball zu ihm gespielt und der macht das Ding in den Winkel rein. Das ist echt so ein geiler Spieler. Ich kann, glaube ich, eine Wiederholung einschalten. Aber und wo hat er es gelernt? Richtig bei Lechposen. Wiederholung bei Lechposen. Jetzt sind die Gegner im Ballbesitz. Das finde ich schon mal nicht gut. Grujic wird eigentlich so eigentlich gepresst werden. Oh! Oder war abseits? Ey, der war doch abseits. Das ist schon wieder. Hast du schon wieder einen Ball hinter die Abwehr und die Abwehr ist einfach zu blöde dafür. Das ist dieses Meckern von den Bayern. Wir werden ja immer benachteiligt durch den Schiri. Aber jetzt Coutinho. Ja, jetzt der Konter. Nein. Meine Enttäuschung. Abgebrochen. David Alaba hat schon wieder eine gelbe Karte. Der hat auch schon in der Vorbereitung sich in jedem Spiel immer eine gelbe Karte abgeholt. Ich frage mich, wieso. Hast du den vielleicht auf zu aggressiv gestellt? Nee, habe ich nicht. Der spielt eigentlich nicht aggressiv. 1-0, aber das ist mir noch irgendwie. Also, meine Mannschaftsanalyse. Wir haben Probleme gehabt, von Position auf links ins Angriffsdrittel vorzustoßen. Okay, wir spielen da mit einem inversen Stürmer links. Schwierigkeiten, in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz zu kommen. Mhm. Na gut. Aber ich habe nur 3 Gegenschüsse zugelassen, eigentlich nur eine Chance zugelassen. Das ist ganz okay. Ich werde jetzt ein bisschen ausgewogener spielen, kontrollierter spielen vielleicht. Hilft das? Meine Mannschaft ist immer so selbstgefällig. Das ist so dieses Bayern-Klischee. Das ist der FC Bayern München. Was hast du erwartet, Tobi? Wir führen 1-0, es ist überhaupt nichts gelaufen. Und das ist die Hälfte der Mannschaft schon wieder selbstgefällig. Ja, weil sie ein 3-0 erwarten. Boateng, Süle, Thiago und Gnabry. Also komm, Leute, konzentriert bleiben. Selbstgefällig, das stand bei mir noch nicht einmal. Bei irgendeinem Spieler. Denk bloß nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. Jetzt sind aber alle konzentriert, haben alle gut zugehört. Ich erwarte von Thiago vor allen Dingen jetzt hier. Thiago. Thiago. So, vor allem im Mittelfeld. Wir brauchen Kontrolle. Die hören dir eh nicht zu. Haben sie doch,
haben sie doch gemeint vom Spiel. Aber die sind alle gut, sind alle gut. Die mussten mal in der Abwehr, mussten ein bisschen mehr Konzentration rein. So. Zweite Halbzeit starten. Es sieht so aus, als spielten sie jetzt offensiver. Ja, das ist ja auch mal eine gute Sache, wenn der Gegner auch mal mitspielt. Aber ich lasse es jetzt so durchlaufen, es passiert ja gerade auch nichts. Ja, ich meine, ey, ob jetzt 1-0 oder 3-0, Siege. Vor allen Dingen Kingsley Coman sieht aus, als hätte eine Knöchelprellung. Ich habe ja mit Thomas, wo ist Thomas Müller? Hier ist Thomas Müller. Auf der Bank ein Spieler, der das gut kann. Der spielt Raum, deutet dann auf rechts. Ja. Bringen wir ihn ins Spiel. Das war smart von dir. Warum? Naja, sonst wäre bestimmt eine richtige Verletzung gekommen nochmal. Also achso, das kann sein. Oh, gelbe Karte für. Was passiert? Oh, Freistoß. Oh, aus sehr guter Position. Coutinho. Den muss er machen, Alter. Oh, gut gehalten. Knapp über das Tor. Oder hat er den. Ja, da drüber gesetzt. Leicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Taktikwechsel machen soll auf eine defensive Taktik, aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwas anbrennt gerade. Ich werde eher. Minuten. Werde, glaube ich, eher nochmal. Welche Spieler sind denn müde? Thiago ist müde, aber. Ich will auch nicht wechseln, ich will das nicht kaputt wechseln, dieses Spiel, weißt du? Vielleicht Benjamin Pavard bringen. Für die Abwehr nochmal, für den Süle, der bis jetzt nicht ganz so stark ist. Ich werde auch die Viererkette nicht auseinanderwürfeln. Nee, komm, ich lasse das nochmal laufen bis kurz vor Schluss, dann mache ich ein bisschen Zeitspiel. Der Torwart ist geschlagen. Hm? Jetzt bringe ich aber doch nochmal Hernandez hinten für den für die gelb vorbelasteten und dann wird gleich nochmal Cousins kommen in der Nachspielzeit. Da wird nochmal Zeit geschindet. Ja, muss man. Da hat man zu viel Angst vor den Berlinern. Zu 0, ein perfekter Saisonstart für den FC Bayern mit 14:5 Torschüssen, 7:2 aufs Tor davon. Ein schönes Tor von Robert Lewandowski. Ist das Bayern München? 1:0? Das ist Bayern München. Das ist nicht mehr höher springen, als man muss. Das ist die neue Devise. Die Devise des FC Bayern München. Nach Jahrzehnten voller Superlative. Wir springen nicht höher, als man muss. Ja, ich bin auch nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. 46% Ballbesitz ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass ich eine sehr Ballbesitz-Tastik drauf denke. Heute hat es gerade so gereicht, gegen stärkere Gegner müsst ihr euch aber gehörig steigern. Ja. Hm. Gut. Spieler selbstgefällig. Ja, gut. Aber es sind nicht mal ganz so viele Spieler selbstgefällig. Also ein paar weniger jetzt selbstgefällig. Okay. So, jetzt bist du dran. Ja, ich habe natürlich die Fresse jetzt groß aufgemacht. Mal gucken, wie das überhaupt wird mit Augsburg. Ist halt auch kein so einfacher Gegner. Kingsley Coman fällt 1 bis 3 Tage aus. Okay. Kingsley Coman war Leidtragender gegen das Team von Hertha Berlin, das nach breiter Meinung an die Grenzen des Erlaubten spielte. Okay. Davon bin ich kein Freund, muss ich sagen. Tobi gehen rüber. Davon bin ich kein Freund, muss ich sagen. Es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein, es gibt Hertha Berlin. Mhm. Kingsley hat bereits die negativen Folgen erlebt. Ja. Was würden Sie tun, um die Situation zu ändern? Gut. Lewandowski begeistert bei Erfolg. Geil. Ich muss nochmal Lewandowski loben gehen kurz. Jetzt bist du dran. Auswärtig in der Trainingswoche. Alcacer wieder mal gut. Klingt auch ein Lob von mir. Ja, gut, da hast du natürlich mit Zlatan Ibrahimovic jetzt seinen Kampfgeist geweckt. Ja, ich glaube auch. Und wenn erstmal Haaland auch noch da ist, dann geht's richtig rund da vorne. Vielleicht ist ja auch mein zweites System eine Doppelspitze. Darüber könnte man ja auch mal nachdenken. Machen sehr wenige Teams derzeit, aber kann man mal überlegen. Vorschau dort, man bereitet sich auf FC Augsburg vor. Yes, das ist richtig. Aber ich habe eine Taktik auch schon gemacht und alles. Das heißt, es kann gleich losgehen. Mit dem Spiel. Mein nächstes Spiel ist gegen Schalke. Saisonerwartung übrigens ist bei mir DFB-Pokal-Final erreichen, Bundesliga, Quali für Champions League und Euro Champions Cup. Erste Ausscheidung. Also das gar nichts. Achtelfinale. Doch, ja, doch. Das ist ein Achtelfinale dann. Okay, Transfer um eine Woche verschieben. Weil wahrscheinlich Emre du keine Can, Kohle hast, weil ich ne? keine Kohle habe. Das heißt, ich muss jetzt doch mal irgendwen verkaufen. Oder du wirfst da halt ein Dings mit rein, Spieler. Du tauscht halt. Plus. Nö, das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte Tolisso dann loswerden, da sind ja auch Vereine interessiert. Kann ich anbieten dann, oder? Ja, Verein anbieten. Kannst du irgendwo. Wie ging denn das? Ich kann nicht den
Ja, Transferstatus und dann Verein anbieten. Alter. Der reagiert möglicherweise nicht gut genug drauf. Kann ich jetzt einen bestimmten Verein? Das kannst du, glaube ich, nicht machen. Vereine. Ach so, kann ich nur ausschließen. Okay, aber ich kann den auch. Vorschlag an Vereine. Alle anderen menschlichen Trainer. Sonstiges. Verein. United. Don. Ja. Vorschlag an Verein. Okay. Dann kannst du ruhiger gehen. Gut. Entschuldige, dass ich dich wieder. Man United gibt Gebot für Tolisso ab über 35 Millionen. Das ist sehr wenig, oder? Ist es das? Der ist 35 Millionen wert. Oh ja, dann ist es wenig. Du kannst ja verhandeln. Du kannst ja sagen, ich will 45 haben oder 50 oder so. Aber mein Klient hat kein Interesse daran, zu Man United zu wechseln. Da musst du ihn zum Wechsel überreden. Okay. Ich werde erstmal hier 40 Millionen. Und zum Wechsel überreden vielleicht noch mal? Die geben sogar 40 Millionen ab. Ich habe viel zu wenig angenommen. Ja, ich sag ja, du hättest mindestens 45 Franken. Ist egal, irgendein Angebot annehmen. Ich habe auch Dahoud für unterm Marktwert verkauft, also. Oh, ich muss mit Tolisso reden. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit Tolisso, der gerne wissen möchte, warum sie einen anderen Verein angeboten haben. Sehr gut. Sollte man vielleicht vorher mit ihm sprechen. Ich muss mit Tolisso reden. Menschenkenner, Tobias Ascher. Ja. Leider habe ich sie für sie keinen Platz in meinen aktuellen taktischen Plänen. Da ist es nur logisch, dass ich sie gehen lassen. Ja, soll ich versuchen? Aber der wird das hassen. Der hat halt schon miserable Laune, okay. Ja, dann kann er gehen. Wie wollen sie das wissen, wenn sie mir keine Chance geben? Ich verstehe uns schön, Trainer, aber meine Entscheidung steht. Das ist zu wenig. Umgang mit dem Problem ist grauenhaft. Man sich da fast, dass das Ganze sehr schnell eskalieren wird. Du lässt nochmal alles eskalieren. Na gut. Fortfahren. Ja, aber der geht ja auch. Also von daher wird nichts eskalieren. Oh Mann. Tobi, wir machen vielleicht eine kleine Pause. Der Saisonstart ist ja geglückt für dich. Mit einem 1-0 zumindest. Also zumindest 3 Punkte da. Kann man auch mal feiern, ne? Genau, so nämlich. Also, ob der auch für mich. Für Bayern München-Verhältnisse feiert man das. Ob der auch für mich, glücken wird, das sehen wir gleich. Denn ich spiele gegen Augsburg und hoffe, dass ich auch die ersten 3 Punkte einfangen kann. Bis gleich mit dem Football Manager 2020. Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor, was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer. Der FC Bayern München ist mit einem 1-0 in die Bundesliga-Saison 2019-2020 gestartet. Kann Borussia Dortmund nachziehen? Das erleben wir jetzt, denn es geht los mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg. Zeig mal deine Aufstellung, was hast du dir gedacht? Also, meine Aufstellung aufgrund dessen, dass Hazard einfach eine Top-Vorbereitung gespielt hat, ist ja gesetzt. Auf der anderen Seite Sancho, weil das ist einfach ein zu großes Juwel, ein zu großes Talent, um es nicht spielen zu lassen. Reus natürlich ist gesetzt als mein Kapitän auf der 10. Alcacer ganz vorne ist gesetzt, auch wenn Ibrahimovic da ist. Und vielleicht werde ich überlegen, wenn jetzt Haaland wirklich kommt, irgendwie mein System da so ein bisschen umzubauen. Aber so viel zur Zukunft. Witze und Weigel auf der 6, weil das im Duo auch gut funktioniert hat. Und hinten, Zagadou muss ich spielen lassen, weil Hummels verletzt ist. Aber Zagadou hat auch ein bisschen Spielzeit bekommen im Vorfeld. Da bin ich ganz froh drüber, dass ich darauf geachtet habe. Über außen Guerreiro und Hakimi und im Tor, wie gewohnt, natürlich Roman Bürki. Und damit können wir auch zum Spiel. Und ich habe natürlich ich habe erst drauf gesetzt, ein bisschen offensiver zu spielen. Dann wurde mir aber gesagt, vielleicht sollte man doch ein bisschen vorsichtiger sein. Darauf bin ich wieder zurückgegangen auf vorsichtig. Aber auch mit teilweise Pressing. Manndeckung habe ich diesmal gar nicht gemacht, weil ich hoffe, dass es so auch läuft gegen Augsburg. Okay. Ich mache nochmal eine Mannschaftsansprache. Also, bist du daraus, dass du was? Wir sind der Favorit hier, also raus mit euch und liefert eine Leistung ab, die die Fans anstachelt. Geil. Jetzt muss ich mir da drüben gucken, was du jetzt machst. Schönes. So. Mats Hummels fehlen wird sie sicherlich Bemerkung machen. Wie hart wird es ohne sein Mitwirken werden? Ich hätte ihn natürlich lieber zur Verfügung gehabt, aber ich habe Vertrauen in den Spieler, die ich aufgestellt habe. Da würde ich jetzt Mats Hummels jetzt sauer sein, nicht? Musst du noch eine Einstellung machen, dass du die Highlights machst? Ich hätte ihn doch gern gesehen. Habe ich doch gesagt. Von daher. Du hattest entscheidend? Ja. Alright. Oh, da geht's los. Ich hoffe, dass das Weigel im Strafraum. Schon ein entscheidendes. Ach, schade. Ja, da hat das falsche Trikot an Weigel, finde ich. Rot würde ihm nicht so gut stehen. Nein, nein, nein. Sehr gut nein, nein, nein.
Aber mir wäre halt gelbe Karte in der dritten Minute für Jan Kandi. Das ist nicht gut. Wenn der jetzt auch noch rot bekommt, dann habe ich nur noch Balerdi auf der Bank. Aber bis jetzt nicht so viel los. Freiburg gegen Mainz 0-1, okay. Daniel Bayer, Fußballgott. Petersen, das ist ja der Schlüsselspieler, wurde mir gesagt. Petersen? Oh, ja. Aber ja, mit dem Fehlpass. Der Schlüsselspieler. Akanji mit dem Vorstoß. Aber wo ist denn der eigentliche? Da ist der Sancho. Rechts. Was war das? Okay. Witze. Guter Pass. Weigel. Jetzt in die Mitte. Nein. Ah, ruhig. Aber Hakimi? Da muss noch irgendwas kommen. Hakimi hier außen. Spiel doch weiter, Hakimi. Petersen. Pressing, Gegenpressing. Gut gepresst. Ich hoffe, dass der Pass nicht ankommt. Jawohl. Gut gepresst. Akanji. Auf Sancho. Jetzt zeig mal, was du kannst, Alter. Ja, okay. Zu Witzel. Raus. Schönes Ding. Schöner Pass raus auf Hakimi. Schönes Ding. Und mach ihn! Ja! Paco Alcácer in der 12. Minute. Nicht schlecht. Ey, wenn der fit bleibt, dann bin ich sehr, sehr happy. Ja. Das kann man ja auch nicht wissen, dass Alcácer so liefert. 1-0. Durch Paco Alcácer kann ich hier sogar mir angucken. Geil. Das Tor. Das war ein sehr schönes Tor, wie ich finde. Schön ich kann aktuell aus den Stadien auch. Warte auf Spielberechte. Oh, Guerrero auch mit einer gelben Karte. Ich bin vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Afdijay. Jedweil wirft sich mutig in den Schuss, stand da gerade. Luca Waldschmidt hat das 1-1 für den SC Freiburg erzielt. Guck an. Das ist voll Reus auf Sand. Aber das sieht bei dir schon sehr gut aus eigentlich. Ja. Also sehr rechtslastig, aber das funktioniert. Das, was ich sehe, gefällt mir auch. Hakimi gut danach gestoßen. Und yes, Ashraf Hakimi. Ah, ein bisschen Glück war dabei. Ja, okay, aber nimmt man gern. 2-0, die rechte Seite funktioniert gut. Aber auch links ist eigentlich viel zu erwarten, weil links spielt ja jetzt Hazard bei mir, der eine gute Vorbereitung gemacht hat. Ich hoffe mal, dass die sich ein bisschen besser eingrooven noch, Guerrero. Das hat nicht funktioniert irgendwie besser als meine, muss man 2-0. Ach, schön. Und dabei habe ich noch nicht mal meinen Wunschspieler bekommen. Haaland. Ja. Also noch nicht. Weiß nicht, ob der spielen würde jetzt zu Alcácer unter dem Druck von Ibrahimovic. Ja, wie gesagt, vielleicht. Leistung von Leon Bailey erzielt das 1-0 für Bayer Leverkusen. 2-0 zur Halbzeitpause. Sehr schön. Es das kommt eine Kabinenansprache. Ja, Mannschaftsansprache. Oh, da sind aber auch drei Leute selbstgefällig. Und zwar Hazard, Sancho und Weigel. Leute. Weigel, der passt ja perfekt dazu, der FC Bayern. Gefällt mir super, wie es läuft. Weiter so, Jungs. Geil. Spieler haben positiv auf ihre Kommentare reagiert. Geht's weiter. Die letzte Viertelstunde wird Ibra nochmal eingesetzt, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Du musst jetzt nicht viel ändern gerade. Nee. Das läuft gut. Ich hoffe, dass die gelben, ich habe drei gelbe Karten, alle in der Verteidigung, dass das kein Gelb-Rot wird. Das wäre scheiße am ersten Spieltag. Das wäre blöd, ja. Guerrero, jetzt geht's mal über links. Auf Reus. Sehr schön. Was war das denn? Ja, guck dir das mit an. Kann man die Wiederholung nochmal sehen? Muss man mal schnell auf wieder. Wo, Wiederholung bei? Musst du aber bei Tore machen. Ah, okay. Vielleicht mal gucken, ob das geht jetzt. Ich habe nicht 100% gerade. Ja, pass auf. Das ist das Tor. Ich bin hier gerade noch bei meinem Menü beschäftigt. Den nehme ich jetzt auf Reus. Oder ist es schon die. Nee, es ist die gleiche Situation. Hier, pass auf. Oh, du hast aber auch heute Lack bei deinen Dingern. Aber Tor ist Tor, fuck it. 3-0, Alter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Guck mal, da ist auch komplett einseitig hier aufs Tor. 5-1 Schüsse. Ballbesitz ist 5-2. Ja, das sieht nicht schlecht aus. 3-0. Das könntest du tatsächlich sogar auch nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Tabelle stehen damit. Werder liegt 0-1 hinten gegen Düsseldorf. Wenn es so bleibt. Also mal schauen, ob die Leistungen hier nicht noch einbrechen oder sowas. Ja, gut. 3 Gegentore noch. Das wäre natürlich ein Ding, aber sieht nicht danach aus. Spielt Oxford wirklich bei Augsburg? Nee, oder? Doch, glaube ich schon, ne? Haben sie gekauft. Oder geliehen. Ah, okay. Ball an den Tor. Was wäre das für ein Tor gewesen? Ja. War es aber nicht. War es aber nicht mal ansatzweise. Oh, 3-0. Okay, jetzt wird Zeit für Ibra. Ibra-Time. Ja, die letzte Viertelstunde gehört Ibrahimovic. Wo ist er da? Slada. Aber er ist kein Knipser, sondern, was ist er hier als Rolle? Hängespitze. Oh ja, gut, das ist okay. Und dann hier sicherheitshalber auch mal die Verteidiger, bevor die alle Gelb-Rot holen. Nochmal schön Balerdi und wem gebe ich den Dreifachwechsel macht er. Pichu.
Jawohl. Ein Dreifachwechsel. Oh, ich sehe nichts. Jetzt. Und Akanji! Oh! Boom! Was geht ab? Die wollte ich gerade auswechseln. Ich glaube, jetzt werde ich ja gefragt, oder? Abbrechen. 4-0. Das ist ja richtig. Dann muss man alle anderen Wechsel auch mal mit Slattern. Muss nochmal Slattern wechseln und so machen. Ja, stimmt. Das werde ich schnell tun. Slattern nochmal rein. Zack. Und wenigstens auf Außen dann doch Pichu für Hakimi. Gut. Aber das wäre jetzt ein falsches Zeichen, wenn ich Akanji auswechseln würde nach so einem glorreichen Tor. Ja, das stimmt. Das, da muss man auch. 4-0. Real steht Werder 1-1, Freiburg 1-1, Leverkusen führt noch. Uiuiuiui. Und das ist tatsächlich, gehst du an die Spitze der Tabelle ja erstmal schön am ersten Spieltag. Das gefällt mir. Vier unterschiedliche Schützen ist auch ein gutes Zeichen, dass die das nicht nur Alcázar treffen kann, sondern auch mehrere Leute. 4-0 und damit ein sehr glücklicher Trainer. Ja gut, aber das war natürlich Mannschaftsansprache. Ich habe gerade super Ergebnis und super Auftritt von euch. Geil. Nur Roman Bürki ist ein bisschen selbstgefällig, ne? Weil er nichts zu tun hatte. Ja, das war natürlich ein schönes Spiel. Meinst du? Und das trotz dem Fehlen von Mats Hummels. Mein nächstes Spiel ist am nächsten Samstag um 18.30 Uhr, glaube ich, gegen Schalke. Ich nehme noch mal schnell an der Pressekonferenz teil. Zu behaupten, dass man das Ergebnis erwartet hätte, habe, wäre wohl übertrieben. Nun, wie zufrieden sind Sie? Es ist ein schönes Gefühl, wenn alles so gut zusammenläuft. Yes. So ein tolles Ergebnis muss runtergehen wie Öl. Werden die Spieler dafür einen Tag frei bekommen? Was ist denn für eine Frage? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich verdiene eine Belohnung, das wäre definitiv eine Möglichkeit. Das war Piszczeks. Ja, das ist krass. 225. Ligaspiel. Übrigens, kleiner Funfact oder kleine Trivia. Piszczek hat noch nie eine rote Karte bekommen. Bei 200, der hat vor kurzem sein 250. glaube ich, gehabt. Dadurch habe ich das halt gelesen. Und ich finde, als Rechtsverteidiger ist das schon eine echt beachtliche Leistung. Schlecht, keine einzige gelb-rote oder rote Karte. No, ist nicht schlecht. Einfach ein richtig guter Spieler. Und toller Spieler. Und toller Typ einfach. Naja, ich halte nichts von solchen Statistiken. Nee, das ist ein toller Erfolg für ihn und zeigt, wie wichtig Lukas für den Verein und die Fans ist. Ashraf Hakimi wurde heute zum Mann des Spiels gekürt. Er war einfach genial. Es war ein Privileg, ihn heute zu spielen. Es war ein Privileg. Es war insgesamt eine gute Teamleistung, aber er stach als einer der besten Spieler heraus. Ja. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Martin Schmidt beschreiben? Ich kenne ihn nicht persönlich, respektiere ihn aber als Trainer. Ja. Petkovic im Signal. Wer ist denn Petkovic? Ach so. Der Schweizer. Der Schweizer Trainer. Natürlich für Bürki, Lichtsteiner und Akanji. Ist ja auch keine Nachricht. Wert. Keine wirkliche Nachricht wert. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Mein nächstes Spiel gegen Schalke. Du spielst gegen Köln. Oh, warte mal. Ich habe, glaube ich, nicht genug Kohle plötzlich. Was geht denn hier ab? Transfers, wie viel habe ich dann? 17,18. Wie viel habe ich? Ach, shit. Ich habe hier... Ah, ich bin so dumm. Ich habe irgendwie 700.000 zu wenig. Ah, nee, guck mal, wegen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Dadurch, dass ich die Premium eingefügt habe. Oh, ist das blöd. Oder auf Eis gelegt. Ja, komm, einmal verschieben, aber ich muss gucken, dass ich dann noch irgendwie einen Verkauf kriege. Oder dass du halt ein höheres Transferbudget. Kannst du nicht Umschubschichten vom Gehaltsbudget oder hast du da noch ein bisschen was? Das ist schon alles. Das ist schon alles umgeschichtet, okay. Okay, warte mal. Ich will eigentlich kein Spieler loswerden, glaube ich. Ich gucke nochmal in meine Mannschaft. Also ich hoffe, dass ich jetzt sehr schnell Kingsley Coman loswerde. Kingsley Coman meine ich schon, Quarantino Tolisso, weil auch wenn ich den sehr mag und der ein guter Spieler ist hier drin, das ist natürlich ein Riesenfehler, dass ich ihn loswerde eigentlich. Mhm. Aber Leon Goretzka hat halt für mich mehr Zukunftschancen. Grünen Nasen brauche ich nicht unbedingt. Und ich soll ja auch deutsche Spieler haben. Deswegen behalte ich halt Goretzka und mache dann noch Can als neuen Spieler für meine Taktik rein. Das Ding ist, wenn ich jetzt Brünnasen-Vereinen anbiete, dann heult der bestimmt rum und dann geht's wieder irgendwie stunk und dann ist die ganze Zeit. Ja, ist der wichtig für dein Sozialgefüge und so? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Hat der interessierte Vereine? Nee. Drei interessierte Vereine. Oh. Getafe, Milan und Mainz. Aber alle für Laie. Und für eine Laie habe ich ja nichts. Also. Gut, ich biete ihm mal Verein an. Für, was hat er, 12 Millionen Marktwert? 15 Millionen. Eigentlich ist er auch mehr wert. 16 Millionen. 16,5 Millionen.
Verein anbieten. Ja, der heult bestimmt rum und ich muss jetzt mit ihm sprechen und so. Ich muss jetzt mit ihm sprechen und so. Ja, das kann passieren. Die große Frage ist, gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie, was ist hier eigentlich? Gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie an Geld zu kommen? Weiß ich nicht. Kannst Blut verkaufen, Blutspenden vielleicht. Meine Seele verkaufen. Kannst du lieber Weige verkaufen? Auf keinen Fall. Der ist unverkäuflich. Das ist der schnellste Weg, 20 Millionen zu kommen. Oder kann ich noch mal ein neues Angebot machen für Haaland? Weil wenn ich einfach 1 Million weniger biete oder so. Kannst den Verein fragen, ob du mehr Geld bekommst. Finanzen. Geht das hier? Im Vorstand anfragen. Mitarbeiter oder wo ist das? Nee. Muss Budgetanpassung machen. Nee, das ist ja das. Nee, das ist das. Vereinsnetzwerk. Ich glaube, die haben es ja dir schon gesagt, dass sie dir nicht mehr Geld geben, oder? Mhm, das kann sein. Ah, hier. Hat wir das? Steigerung des Prozentsatzes der Transfernab. Nee, das glaube ich nicht. Trainings. Ah, scheiße, Mann. Naja, da muss ich mal hoffen, dass irgendwer sich interessiert für Brünn Nasen. Ansonsten wird das mit Haaland nichts. Ja. Weil tauschen konnte ich nicht. Weil Brünn Nasen nicht zu Red Bull Salzburg wollte. Ja, das hat er ja schon mehrfach dir deutlich gesagt. Thuram zieht Aufmerksamkeit auf sich, wie im echten Leben. 3-0 hat Gladbach gegen Schalke gewonnen. Uiuiuiui. Alter. Nachanalyse. Und ich habe keine Angebote für Brünn Nasen. Erste Wahl für einen Wechsel wäre der VfL Wolfsburg. Brünn Nasen um Kontaktaufnahme zu Clubs bitten. Boah, das ist echt hart, ne? Eigentlich mag ich den Typen ja. Wir haben sie bisher ohne Erfolg auf die Transferliste gesetzt. Ich bitte sie, einen Wechsel zu forcieren. Oh, sehr gerne. Ich sehe hier auch keine Zukunft für mich. Ja, du hast ja auch noch Glück hier mit deinen. Die freuen sich ja, wenn sie gehen dürfen. Dann geht das ja noch. Kann ich jetzt irgendwie, wie hast du es vorhin gemacht? Wolfsburg? Ja, gut. Spieler mieten oder so? Geht das hier? Nee. Ja, das wird schon klappen, wenn der sich selbst da ein bisschen drum kümmert. Ja, das scheint kein Verein aktuell Interesse zu haben. Das heißt nicht, dass da gar keiner kommt. Ach ja, geil. Mir wurde vom Kader bedeutet, dass die Spieler mit ihrer Behandlung von Corentino Tolisso nicht glücklich sind. Denkt, Corentino Tolisso sollte nicht aus dem Gerein gedrängt werden. Also die eine Hälfte ist auf meiner Seite. Also Lewandowski, Neuer, Boateng. Die wichtigen Spieler sind auf meiner Seite. Wollte ich sagen. Die Führung. Wer braucht denn schon Süle, Alaba und Thiago? Und Coman. Also es ist halt recht da gespalten in dieser Frage. Sehr, sehr gespalten in dieser Frage. Ja, wenn sie halt hören, dass dann Emre Can reinkommt, sind sie, glaube ich, auch wieder glücklich. Das stimmt. Weil sie dann wissen, okay, das ist halt. Es hat einen Grund. Hin und her geschichtet. Ja, das Problem ist halt, Tolisso wird halt böse sein, weil der ja nicht in diese Rolle reinpasst, wirklich. Gegen wen spielst du denn demnächst? Ja, gegen Schalke. Ich gegen Köln. Ich habe auch noch keinen Scouting-Bericht, aber du bist zuerst dran diesmal, glaube ich. Ich glaube, du darfst gleich weitermachen. Also, im Großen und Ganzen wissen die Jungs, wie man abschließt. Okay. Im Großen und Ganzen. So. Das Team im Allgemeinen besitzt ein hohes Maß an Kopfballtechnik. Ibrahimovic' starkes Kopfballspiel kann helfen, dagegen anzugehen. Sollte ich vielleicht mit Ibra starten? Ich mach's, glaube ich, mal. Kracher im Stadion an der alten Försterei. Was ist denn hier ein Kracher? Leipzig hat gewonnen 3-0. Wie war's im echten Spiel? Dann noch auch im Sack 4-0 gewonnen, ja. Trainingsplan für die kommenden Wochen. Okay. Also in der Tabelle ist es jetzt so, dass du führst. Du bist auf 1 in der Tabelle. Warte mal. Das kann gerne Schalke 04, das, was ist bei mir? Ja, Schalke spielt über rechts sehr stark. Wieder mal. FIFA 2, Analyse der Standardsituation. Die haben 3-0 verloren, aber wegen rote Karte gegen Miranda auch. Naja, bin ich gespannt, wie das wird. Die Tabelle nach dem ersten Spieltag haben wir gar nichts vergessen zu zeigen, mal so richtig. Natürlich. Borussia Dortmund auf 1 vor Leipzig-Gladbach. Bayern nur auf 8, aber ich habe 3 Punkte, das ist das Wichtigste, das zählt. Aber interessant, dass auch hier wir im Real Life Leipzig und Gladbach vorne sind. Also ist natürlich jetzt erst ein Spiel, ne? Aber ja, trotzdem. Und Union Augsburg hinten. Ja. Schalke auch hinten. Machst du weiter? Ja. Das ist natürlich. Ja, gut, die haben 3-0 verloren mit rote Karte und jetzt werden sie nochmal 3-0 verlieren gegen Bayern. Du hast jetzt das Freitagsspiel gegen Köln und ich habe das Samstagsspiel. Das gehört mir. Ja. Noch hinbekommen. Tolisso erteilt Man United Absage. Jetzt habe ich ein Problem. Da brodelt's beim FC Bayern München. Was soll ich jetzt machen? Ich will den ja loswerden. So, jetzt muss ich aber Tolisso auf Transferliste setzen. Oh Gott, oh Gott. Auf Transferliste setzen. Ja, vielleicht kriegst du dann ein geiles Angebot.
Ja, aber das ist halt der einzige Spiel. Ich hätte vielleicht Cousins verkaufen sollen. Der, den interessiert doch kein Schwein. Eigentlich. Übrigens, ganz kurz, schönes Bild bei mir. Guerrero, Akanji, Reus und Sancho. 4 Spieler in der Elf des Tages. Hm. Das ist von mir kein einziger. Nice. Dann noch 3 Gladbacher, ein Okuma Lang sogar von Werder. Mir fehlen ja eigentlich nur 10 Millionen oder so. Fortfahren. Ja, mir fehlen halt, ich glaube, warte mal, was waren das jetzt? Na gut, 8 Millionen, das ist doch eine ganze Menge. Ich kenne ja zum Beispiel Sven Ulreich, nee, die sind alle so viel wert. Ich kann eigentlich niemanden verkaufen. Ich kann ja eigentlich Fiete Arp verkaufen. Nee. Alfonso Davis könnte ich. Hm. Ja, ich hoffe, dass das mit Haaland was wird. Ansonsten frage ich einfach an für weniger Geld. Pavard ist verletzt. Der Vereinsarzt übernimmt. Schnittwunde am Arm. Wie kommt das denn zustande? Tolisso's Zukunft vom FC Bayern nach Zwist mit Tobias Escher unsicher. Oh Gott, oh Gott. Ja, das wird jetzt halt mal, da muss man durch. FC Hollywood wieder am Start. Stefan Neumann. Das ist seine Chance, mir zu beweisen, dass ich falsch lag. Wenn er sich auftritt und zeigt, dass er an den Kader gehört, werde ich noch mal drüber nachdenken. Wir müssen einfach abwarten, oder wie sehen Sie das? Das ist auch eine gute Antwort. Ich denke, dass wir ein paar Angebote für ihn erhalten werden und dann absehen. Was Ach, guck mal, das Problem ist natürlich, dass er ein einflussreicher Spieler ist. Ja, klar. Deswegen hast du so ein Problem damit. Das ist halt echt traurig. Das habe ich echt jetzt gesagt. Ich brauche aber Emre Can und ich kriege Emre Can nur, wenn ich was verkaufe. Und Tolisso ist der einzige Spieler, wo ich sage, ey, der ist zwar geil, aber der gibt mir Geld und den brauche ich nicht unbedingt jetzt für das Ding. Ich kann halt nicht Fiete Arp verkaufen, weil dann habe ich hier gar kein Backup mehr für Lewandowski. Und ich will ja eigentlich noch ein Backup für Lewandowski für ein paar Millionen holen. Mhm. Auch noch am Ende der Transferperiode, die ja bald schon. Tatsächlich, ne? Wir haben ja 21. August, das ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ja, shit, da muss ich mit Haaland mal zusehen, ey. Ja, ja, und ich muss mal mit Emre Can mal zusehen. Analyse über Köln. Corentino Tolisso hat mehrere Angebote, 2 Angebote. Huch. Sag mal her, die Angebote. Mit Man United, Paris Saint-Germain, Laie bis zum Ende der Saison. Aber ich möchte ja gar keine Laie. 450.000 pro Monat, das sind ja dann aber im Jahr 5 Millionen. Mhm. Aber ich brauche, wie viel brauche ich denn noch für mein. Ich brauche aber noch mehr als 5 Millionen. Ich brauche noch 20 Millionen. Bei mir ist übrigens wie werden die ausgesprochen? Alaves, scheint an einem 16,5 Millionen schweren Deal zu arbeiten. Also es könnte sein, dass ich den nächsten Brühl Larsen verkaufe. Das ist aber gut. Ja, dann kann ich nämlich mir endlich Haaland holen. Ich muss nochmal ins. Sorry, war das auf mich. Kann ich ja gleich machen, wenn du dein Spiel läufst, kann ich ja noch 1, 2 Scouting-Aufträge rausschicken. Scouting-Meeting. Gabriel Jesus hier. Luis Sanchez wird mir vorgeschlagen. Schon die ganze Zeit, aber ich glaube, den kann ich gar nicht holen, weil der ausgeliehen ist. Dann schlagt mir den noch nicht vor, Freunde. Kannst du weitermachen? Ja, Moment. Ich muss noch eine Antwort geben. Neuenberger will weitere Zukunft diskutieren. Wer ist Neuenberger? Das ist ein Spieler aus meiner Jugendmannschaft. Ja, klar. Das macht aber Hermann Gerland. Das ist Hermann Gerland. Wir gucken mal, dass wir zu deinem Spiel vorstoßen. Sie. Dann kann ich nämlich noch 1, 2 Dinge während deinem Spiel machen. Ich guck mal, was jetzt hier abgeht mit. Nee, noch nichts leider. Schade. Vorsichtig ist angemessen. Auch hier wieder. Habe ich ja. Und was war da noch? Breiter verteidigen. Okay. Die Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels. Das mache ich jetzt mal am Co-Trainer. Denn das ist Marco van Basten. Und van Basten wollen die Leute auch hören. Das stimmt. Den muss man auch mal hören. Ja. Nichts gegen dich persönlich bekommen. Den Co-Trainer wollen sie in dem Fall eher hören als. Hummels ist bereit. Es sieht danach aus, dass er spielen würde. Ja, das sagt jetzt Van Basten wieder. Natürlich nicht. Ich werde doch nicht sofort, wenn er wieder fit ist, ihn spielen lassen. Briefing. Dann mache ich mal selbst schnell ein Briefing. Tu das. Taktik, Klassiker. Achso, ich muss natürlich noch mal wechseln hier. Und zwar Ibrahimovic. Ansonsten überlege ich mal, wen ich noch. Nee, ich finde Guerrero, hier kann ich vielleicht mal Nico Schulz spielen lassen diesmal. Schön angreifen. Zack. Ja, das reicht. Na, Ibra, mache ich nochmal eine Ansage hier. Mehr Risiko, mehr Risiko. Schön verrückt hier. Weiter geht's. Ich habe Patrick Schick als Stürmerempfehlung bekommen. Ey, das ist so eine Nulpe. Den hatten wir auch als Dortmund ganz oft auf dem Schirm. Und ich bin echt kein Fan von dem. Ich weiß nicht, warum der so ein hohes Ansehen hat. Der hat noch nie geliefert.
So. Aber er ist nur für Backup hier und für das Spiel hat er gute Werte. Der FC Bayern bekommt das mit Schalke zu tun, aber da mache ich jetzt auch den Co-Trainer hinschicken. Damit wir halt zumindest dein Spiel jetzt noch schaffen. Ich glaube, wir schaffen sogar beide Spiele, oder? Ja, das können wir schaffen. Verfügbarer Spieler. Peresic ist bereit zur Rückkehr. Sieht dann heraus, ob er spielen wird. Ach, geil. Ja, die geht ganz schön viel ab, Spieler. Lazio macht ein Leihangebot für Tolisso. Damit kannst du halt nicht viel holen, ne, mit so einer Leihe. Nee. Vor allem machen die gar keine Gebühr. Das kann ich anflehen sofort. Mach doch alle Leihangebote zurückweisen, oder? Ja, aber vielleicht will ich ihn doch noch ausleihen. Weil er so sauer ist auf mich und ich glaube, ihn durch die Saison zu schleppen und er dann nicht spielt, das ist, glaube ich, schlimmer, als wenn ich ihn. Das stimmt. Dann behalte. Und ich werde halt dann nochmal versuchen, Geld rauszuschlagen aus den. Angelo Maia. Angelo Maia ist verletzt. Nee, den muss ich, der brauchen wir nicht gegen Schalke. Auch Jugendspieler, oder was? Diese Idee gefällt mir ganz und gar nicht, schreibt Frederik Bär auf Facebook. Tolisso zu Paris Saint-Germain. Irgendwer ihn noch bei Facebook zuhören würde. Fitness-Test. Kann in der kommenden Partie ohne besonders großes Verletzungsrisiko spielen. So fit ist Mats Hummels wieder. Lewandowski empfiehlt Tschechny. Lol. Ich bin mal mutig und lass Hummels. Ach nee, da steht ja noch verletzt. Rückkehr ins Mannschaftstraining in 2 Tagen. Nee, komm. Den nehme ich am besten nicht mal mit. Ah, wobei, komm, auf der Bank. Kann er spielen? Kann er sitzen, meine ich. Gegen Balerdi. So. Begegnungen. Spielvorschau. Schönes Freitagabendspiel hier auf The Zone. Schönes Freitagabendspiel. Teamauswahl. das können wir so lassen. Und auf geht's zum Spiel. Das zweite Spiel läuft hoffentlich genauso gut wie gegen Augsburg. Hast du auch so ehrlich verändert? Nö, oder? Ja, Ibrahim Sturm. Ja, Ibrahim Sturm. Und links hinten Nico Schulz. Okay. Hast du ja gesagt. Gegen Köln jetzt. Golle. Mannschaftsansprache. Das erste Spiel, am ersten Spieltag hat Köln ein Unentschieden gespielt gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich das richtig sehe. Nee, die haben gewonnen sogar. Wie haben die denn gewonnen? Die haben mit 1-0 gewonnen gegen Wolfsburg. So, los geht's. Achso, habe ich jetzt eigentlich die richtige Einstellung oder ist hier wieder. Tatsächlich. Ja. Der erste FC Köln hat gegen Wolfsburg gewonnen. Also, es ist 2 Sieger des ersten Spieltags. Das Spiel läuft schon. Und da ist die erste Situation. Akanji am Ball. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch ein bisschen taktisch sagen können, dass sie vielleicht mehr flanken sollen auf Ibra dann, wenn es schon mit dem Kopf so gesagt wurde. Aber ich versuche mal so anzugehen. Es wäre schön, wenn er sein erstes Tor für Dortmund erzielen würde. Oh oh, oh oh. Alter. Alter. Was geht denn mit Köln ab? Köln geht drauf und geht da rein und zieht die Sache durch. Die haben schon wieder bei Besitz. Das ist ein Einwurf. Und man muss sagen, du bist nah dran am Gegner. Easy Way. Oh, wie im echten Leben lässt der Ball einfach liegen. Aber eigentlich ist es ein guter. Oh, jetzt wird er mal durchgepresst bis zum Torwart. Nein, doch nicht. Timo Horn läuft durch. Timo Horn läuft durch. Oh, das gefällt mir gar nicht, warum haben die denn so viel Ballbesitz? Eigentlich sind wir doch die. Akanji trischt den Ball nach vorne und oh. Ja, Timo Horn spielt mit. Oh, was war das denn? Statt ihn den Ball in die Hand zu nehmen. Und das Spiel schnell gemacht. Oh, lass ihn stehen! Geht's noch? Kingsley Schindler, 1-0. Der erste FC Köln führt. Was ist denn hier los? Ich würde cool bleiben erstmal. Na gut, vielleicht ein bisschen offensiver spielen. Ja, das habe ich halt vorhin versucht und dann haben die ganze Zeit gemeckert. Gemeckert, dass das vorsichtig doch besser wäre. Okay, packen wir es mal so an. Ja, sorry. Eieiei, fällt zurück auf den 2. Platz. Überspringen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe auch schon mal ein 1-0 gegen Bayern aufgeholt. Zeig etwas Leidenschaft, dein Lieblingsspruch. Ein Freistoß kurz ausgeführt.
Also was ist das da? Da geht keiner drauf, oder was? Ei, da zieht er vorbei, keins. Was ist das denn? 2-0 nach einer Viertelstunde. Was geht da denn ab, Alter? Ich weiß, ich bin gerade ratlos. Ja, muss ja. Bin ja jetzt nix hier, wie wild. Hat die zu ändern. Ja, soll ich auf das 5-0 warten, oder ja. Was? Das finde ich sehr für. Hm. Ey, Felix gegen Pressing auch voll die Scheiße dir gegen die. Hm. Aber ich kann dir. Ist das scheiße, Alter? Was geht denn hier eigentlich ab? Mach doch mal. Warte auf Highlight. Okay. Aber das Schüsse ist 0-1, lustigerweise. 7-1 Schüsse für Köln, achso. Jetzt fängt es an zu regnen, jetzt kommt meine Zeit. Scheiße, ey. Was ist denn da los? Ich spiele doch gar nicht großartig anders als gegen Augsburg. Warum sind die denn die ganze Zeit im Ballbesitz? Ist Köln hier in dem Spiel so krass oder was? Ja, genau, Alter! Ja, ich kann dir nicht viel sagen dazu. Vielleicht Ibrahimovic nicht, hättest du dir vielleicht nicht bringen sollen, ich weiß es nicht. Null, Alter, leck mich am Arsch. Das ist doch super unrealistisch, so zu starten in die Saison und dann gegen Köln nach 23 Minuten zu legen. Ich weiß nicht, was du falsch machst. 0-3, was ist denn da los? Jetzt geht's aber weiter. Aber schon wieder Ballverlust. Spielt auch offensiv jetzt natürlich, klar. Ja, was ist schon wieder in die Abwehr und Modest ist wieder durch. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Das geht's nicht. Begehrt. Und geklärt. Das ist aber auch keine gute Leistung, muss man sagen, von der Mannschaft einfach. Man lässt sich durch die Mitte ziemlich auskontern. Aufmuntern. Als wenn Köln so spielen könnte. Skiri. Alter, wie die weglaufen, das gibt's doch nicht. Ja. Der war aus, Skiri. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel zwischen uns beiden, nur dass du jetzt Bayern München bist. Ja. Das ist gar nichts. Wir kommen nicht mal über die Mitte. 3-0. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Jetzt kommt Alcázar für Ibrahimovic. Das war eine schwache Leistung. Oh, das wird aber den Zorn von Ibra zuziehen. Im echten Leben würde das nicht gut ausgehen. Nee, wurscht. Was ist denn da eigentlich los? Daneben. Ich glaube. Krasse Parade von Birki, muss man auch sagen. Doch Zeit für Guerrero dann in der Halbzeit. Guerrero wird den Kohl fett machen. Nee, aber hier kommt er viel über die Seite. Ja, gut, aber. Ja, es ist taktisch anscheinend. Man muss das Ding halt auch ab und zu. Muss das Ding verloren geben. Ich will jetzt hier nicht unhöflich sein, aber Tobi, du liegst 3-0 hinten gegen Köln in der ersten Halbzeit, du hast doch keinen einzigen Angriff gehabt. Jetzt hier irgendwie noch zu hoffen, dass das plötzlich das Ding sich umreißt. Ich hätte einfach viel besser schauen sollen, wie Köln spielt und das dementsprechend anpassen sollen. Das ist natürlich immer zeitaufwendig, deswegen machen wir lieber weiter. Aber nach einem 4-0 gegen Augsburg, ja, jetzt muss er eh ausgewechselt werden, weil er angeschlagen ist. Das war eine Nullnummer hier. So. Alter, das ist ja unglaublich. Aber wie die sich durchkombinieren, das ist so ein unrealistischer Bums, Alter. Latte. Oder war das Birki? Das ist aber da gewinnt jetzt doch mal Hakimi den Ball. Man war schon zweimal gewesen in der ersten Halbzeit. Ja, ich hätte mehr Entdeckung auf Cordoba machen sollen, vielleicht. Ja, das, darauf kommt man immer, kein normaler Mensch. Ich glaube, da wärst du vor dem Spiel auch nicht drauf gekommen. Das ist richtig. Jetzt ist doch mal eine Ecke für dich hier.
Jetzt, wo Ibrahimovic fehlt, um die Ecke. Immerhin. Eieiei, wird das größte Comeback der Geschichte des Fußballs? Der Geschichte des Football-Managers. Weil 3-0 hinten liegen und dann noch wieder kommen. Ja, also ich sag mal so, die Stimmung im Team passt ja auch. Und nachdem wir 2-1 gegen ja, jetzt bin ich gespannt, was du jetzt sagst, den Spieler. Gegen Bayern. Wenn du da noch die Hoffnung machst oder nicht mehr. Jaden Sancho schien abzuschalten. Und was kommt jetzt? Der dritte Wechsel jetzt schon. Das passt überhaupt nicht, dass er das spielt, aber einfach mal Jaden Sancho raus. Gut, jetzt passt wieder. Mal gucken, ob du da wieder reinkommst ins Spiel. Es steht 1-3 aus Sicht von Borussia Dortmund. Es wird nichts mehr. Und der. Aber jetzt bist du doch ja, machst du Druck zumindest, kann man das mal sagen. Und hast den Ball erobert. Ja. Hakimi. Okay. Ah, nicht so den Ball verlieren, ey. Und der Ball geht direkt in die Tiefe. Und Córdoba sprintet davon. Das war knapp. Knapper geht's nicht mehr. Vielleicht will ich mir Córdoba. Nein, Spaß. Moment, ich werde mir mal gucken. Córdoba. Als zweiter Stürmer ist das doch keine schlechte Idee. Ich komme noch nicht mal über die Mitte, ey. Ja, jetzt mal. Alter. Das war stark. Verteidiger. Das scheint schon wieder eine Chance für die Falsche zu sein. Aber du gehst da zumindest ins Pressing rein, das muss man dir lassen. Ja, deine Mannschaft hat zumindest Moral. Oh. Und jetzt nochmal durch. Ja. Oh. Du, ja! 3-2, da kommen wir nochmal. Geil! Was für ein Spiel, meine Damen und Herren. Das wäre richtig geil. Also jetzt bloß kein Gegentor, weil 4-2 ist dann wieder richtig scheiße. Wir springen mal, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich bin auch gespannt. Also es ist 3-2, von 0-3 auf 3-2 ist schon mal eine Ansage, aber du hast jetzt keine Wechsel mehr, du bist beschnitten in den taktischen Optionen und du hast natürlich sehr offensives Spiel. Aber jetzt kommt wieder ein Angriff über die Außen. Ja, aber Schindler... Schindler macht das Spiel seines Lebens. Ich glaube auch, ja. Skiri, was macht denn eigentlich Jule Brandt da, ey? Der soll mal auch ein bisschen pressen. Jawohl. Ach, das war scheiße. Zweiter Ball. Oh. Mann, ey, immer wieder die gleichen Spielzüge. Oh. Zum Glück habe ich einen Fußballgott im Tor. Ah, das ist aber wieder auf Messerschneide da. Kann man irgendwie, es tut mir leid, aber ich brauche... Nö, ist alles okay. Ich meine... Okay. Modest auf jeden Fall auf. Ah, nee, Modest meine ich gar nicht, mehr Córdoba. Ja, aber Córdoba, den störst du ja schon. Ja, ja. Puh. Immer wieder die gleiche Scheiße, ja. Oh, guter. Ey, selbst nach dem 3-0 wäre ich schon zufrieden mit dem Unentschieden. Ja, gut, das ist ja logisch. Ah, der Ball ist schon wieder weg. Ja, der geht auch zu schnell verloren. Köln macht das richtig gut, ey. Ich geh mal. Ja, ich kletter auf den ersten Platz, warum auch immer. Stand da gerade. Oh. Du kletterst auf den ersten Platz? Alter, hast du das gesehen? Das war also Pfosten. Steht. Oder, ja, Pfosten. Ich bin jetzt auch bei dir im Spiel drin. Weil ich mal gucken will, ist... 18-12 Schüsse, 10-4. Also die anderen haben schon bessere Chancen. Das ist aber ein krasses Spiel, wenn so viele Schüsse waren. Mhm. Zeigt halt, dass die Defensivreihen hier heute nicht... Ja, da fehlt Hummels eindeutig. Ja, aber guck mal, wie gut die stehen. Wie soll ich, wo soll man da durchspielen? Ja, jetzt kommt aber Hakimi, Weigel mit der Idee. Brandt. Rüber, oh. Ah, links vorne. Jawoll. Guerrero. Ach, und? Ja! 3-3, was ist denn hier, Alter? Ja! Wie hast du die letzte Viertelstunde. 4-3 wäre noch richtig geil.
Naja, ein paar Anpassungen. Hier und da. Bleibst du jetzt auf Offensiv? Oh, Gehe ich auf Sieg? Warte, es gibt doch noch so ein Zwischending hier. Kontrolliert. Das mache ich lieber. Puh. Oh Gott. Werde ich jetzt noch gewinnen, Tobi, ne? Die FC haben die Overpace. Sag du noch mit einer gelben Karte. 0-3. 3-3. Aber das Ding scheint jetzt nicht mehr viel zu passieren. Ey, aber meinetwegen. 3 Minuten Nachspielzeit. Meinetwegen. Ja, komm, pfeif ab. Ist okay. 3-3, also zumindest habe ich 4 Punkte nach den ersten beiden Spielen. Okay, ich muss jetzt nochmal eine Mannschaftsansprache. Ja, wir können mal die Mannschaftsansprache machen, sowieso gleich Ende. Ach. Aber 3-3 nach. Was ist denn mit Sancho eigentlich los? Hier ist meine Konzentration weg. Ja, das ist. Muss man ja lassen. Auf so einem 0-3 und 3-3, das kann man schon mal als Erfolg verkaufen, würde ich sagen. Ich bin echt also am Durchatmen und bin zufrieden damit. Nico Schwitz verletzt, shit. Glanzvorstellung von Reus. Wie lange? 1 bis 2 Tage, na gut. Das mache ich mal. Geh ruhig zur Pressekonferenz, weil das war ein verrücktes Spiel. Alter. Nun, obwohl sich in ihrer Verteidigung viele Löcher angetan haben, sind sie hier nicht mit einer Niederlage. Eigentlich fand ich unser Spiel ziemlich. Nee. Wenn sie genau hinsehen, waren nur wenige dieser Tauschschüsse. Ich musste das erstmal sacken lassen, das war ein intensives Spiel. Mitarbeiter, ja, genau. Welchen Einfluss hat das Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff? Das ist der perfekte Moment. Die Fans haben das Spiel sicherlich genossen, aber es war es nicht eine stressige Erfahrung für sie als Trainer. Dieses Spiel hatte alles. Für die neutralen Zuschauer war es ein Genuss. Marco Reus' Treffer mit einem Schuss aus 21 Metern war eins der Highlights des Spiels, oder? Dieses Tor spricht absolut für eine Klasse. Marco war überragend. Wo haben sie die Leistung von Cordoba? Dieser Kunde, ey. Der war mir. Er war mir. Ach, shit. Er war noch nicht so gut. Völlig unrealistisch. Das ist im RL anders. Im Real Life. Ich möchte mich nicht zur Einzelleistung äußern. Also ein Topspieler, ja, komm. Einmal Lob. Leidtragender. Das ist natürlich. Ich glaube nicht, dass Bayer Lorzer jemals seine Spieler anweisen würde, Verletzungen zu verursachen. Sie sind aggressiv und kämpfen. Nee, nicht kommentieren. Tschüss. Tschüss. Finanzvorstellung von Reus. Oh Gott, Alter. Erstmal durchatmen und dann schaffen wir noch schnell dein Spiel. Ne, glaube ich nicht, ist, oder? Ein bisschen zeitlich hängen. Wir können es dann noch durchrocken. Wir können ja theoretisch vielleicht so 5 Minuten länger machen. Das sollte ja kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein, stimmt. Da geht dann ja nur die Zeit von Bundesliga dann rauf. Das stimmt, das stimmt. Das geht die Zeit von Bundesliga verloren. Mama. Okay, dann machen wir fortfahren. Ja, warte. Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Angebot? Nee, gut. Dann gucke ich mal, dass ich jetzt das Spiel hier noch mal. Valencia hat ein Leihangebot für Borussia, für Tolisso. Also ich habe mit Tolisso recht. Mit dem Vorstand interagieren, vielleicht wegen Emre Can. Vielleicht geben die mir das Geld dann. Ja, ich bin fix und fertig, sorry. Nach dem Spiel. Die Verrichter von Emre Can würde mir helfen, meine Ziele in dieser Saison zu erreichen. Ja, mal gucken, was er sagt. Hey, wir sind uns einig, dass Can eine großartige Verpflichtung ist, was jetzt das total dumm macht, dass ich Tolisso so angezählt habe. Aber jetzt hast du trotzdem viele Spieler, du musst einen abgeben. Ja. Cool. Emre Can. Müssen wir nicht verschieben, können wir machen. Das heißt, ich kann für Tolisso. Okay, das ist natürlich ein richtig krasser Neuzugang. Ja, dann kann ich nämlich den Leihstatus, Leihvertrag möglich. Und dann vielleicht kommt ja nochmal Paris Saint-Germain. Kann ich vielleicht nochmal Paris Saint-Germain ihn anbieten? Aber das mache ich off-air nachher. Erstmal werde ich jetzt hier noch das Spiel gegen Schalke bestreiten. Und das wird hoffentlich nicht so spannend wie dein Spiel, sondern das wird hoffentlich ein eindeutiges Ding. Alter, ich bin richtig, richtig fertig. Es war auch ein sehr, sehr hartes Spiel. Ein sehr intensives Spiel. Das ist ein sehr, sehr hartes Spiel. Das gegen Schalke wird nicht viel einfacher. Ich werde mal gleich gucken müssen. Ich habe aber ja Buwak gesagt, dass er machen kann, was er möchte, taktisch in dem Spiel. Vielleicht bin ich als Out-taktisch nicht gut genug vorbereitet auf das Spiel. Das kann sein, weil du so schnell das und so. Ja, wenn ich natürlich dem Go-Trainer sage, ich habe Vertrauen in ihn, aber wenn man es selber macht, ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Qualität drin. Mein nächstes Spiel ist so jetzt aber, oder? Ist jetzt das Spiel? Nee, du musst eine Antwort machen. Ich verschiebe nochmal Haaland. Wie lange kannst du nicht mehr verschieben? Mhm. Begegnung. Schalke gegen Bayern. Achso, die Augsburg gewinnt. 4-1 gegen Berlin. Das ist ein gutes Zeichen. Weil ich, Mainz gewinnt 2-0 gegen. Ich spiele gegen Union im nächsten Spiel. Ne? Und wenn ich Union besiegt Augsburg besiegt habe, sollte das mit Union auch passen. Das ist wahr. Ich werde wieder mit derselben Elf antreten. Goretzka im Mittelfeld. Ja, come on, continue Gnabry. Lassen wir das mal so. Gegnerberichte.
Übersicht. Okay, Harit. Auf den Flügeln müssen wir aufpassen. Vielleicht ja dann noch mal die Außenverteidiger ein bisschen defensiver, dass das klappt. Zum Spiel. Okay, ich hoffe mal, dass das kein Problem ist für. Nein, ich habe nur einen Auswechselspieler zu wenig. Sven Ulreich. Ist Manuel Neuer ist wieder fit? Nein, der ist nicht wieder fit, oder? Nee, Sven Ulreich muss spielen. Wie kommen die jetzt denn darauf, dass da kein Torwart ist? Du musst einen zweiten Keeper mitnehmen. Das ist das. Das hatte ich doch letztes Mal auch, diesen Burkhardt habe ich doch letztes Mal mitgenommen. So. Ja. Bereit zum Spiel. Okay, dann machen wir das noch schnell. Und dann geht's los. Kabine, ich werde meinen Spielern sagen, ich erwarte heute Abend einen Sieg. Gnabry schienst du wieder abzuschalten. Und vom Irgendwer Mittelfeld, schaltet immer ab. Im Mittelfeld und von der Abwehr erwarte ich eine kontrollierte Abwehrleistung. Sie haben Ivan Perić außen vor gelassen. Hat das mit seiner Verletzung zu tun? Richtig, er ist noch nicht wieder bei 100%. Okay, dann werden wir jetzt auch sonst nicht spielen. Aber gut. Oh, ich habe nicht mal den Kader gemacht, ich Idiot. Aber das ist schon mal ein guter Anfang hier. Ein Anstoß, ein Abstoß. Ein Pass raus zu Kimmich. Das ist doch ein schön. Das ist doch so ein. Ich wünsche mir sogar. Come on, dann die Mitte, genau. In diesem Spiel, muss ich sagen, bin ich komplett für dich und wünsche mir einen hohen Sieg. Oh, schöne, schöne, schöne Grätsche. Aber Alaba ist wieder im Ballbesitz. Ja, das läuft richtig gut da, guck mal, das sieht richtig schön aus. Ja, sieht, oh, der war gut, der war gut. Jetzt aber den Ball in die Mitte. Ja, ja. Ah. Knappes Ding. Der war knapp. Ja, in Wirklichkeit hätte er ihn auch gemacht. In Wirklichkeit hätte er ihn gemacht. Zumindest in dieser Saison. Das ist aber, ich habe 30% Ballbesitz. Irgendwas läuft da schief auf der Front. Wahnsinn, Spielzeug des FC Bayern München steht hier. Oh. Jerry Boateng oh. mit einer Oh! Freistoß, ja, wollte gerade sagen. Oh, rot. Roter wird es dann nicht. Kein Ermessensspielraum. Salif Sané ist rot. So, jetzt habe ich in Überzahl, aber irgendwie hilft mir das noch nichts. 4:0 Schüsse. Ja, halbe Stunde gespielt, beruhig dich mal. Ja, es sind aber keine Chancen da, es ist ja keine Szenen. Jetzt sind ja auch nur die im Ballbesitz. Es läuft auch nach Burgstaller. Wenn Burgstaller trifft. Dann bin sogar ich traurig. Das wäre halt. Ulreich. Burgstaller in Pfosten. Alter. Alter, was war denn da los, Leute? Ui, das aufwachen. Der zappelt's aber gleich im Netz. Aufwachen, Leute, aufwachen. Wir sind in Überzahl. Guck mal, was machst du da? Du musst ihn jetzt ausrennen. So, Goretzka. Zeig mir, dass es gut war, dass ich Tolisso verkratzt habe und nicht dich. Ah, ja, come on. Come on. Oh. Kannst du die Kamera ein bisschen geiler machen? Ja, das mache ich kurz. Regisseur, genau. Und jetzt aber, oh, Nübel fliegt aber da wie ein junger Halbgott durch den Strafraum. Ich habe noch irgendwie ist mir noch zu wenig offensiv bei euch. Ich weiß aber nicht, wieso. Nur Leon Goretzka hat heute viele Fehler fabriziert. Was hast du denn? Du hast auf offensiv gestellt, ne? Ja. So, Leute. Wir können was holen, Leute. Schien abzuschalten. Ich erwarte jetzt mal ein bisschen Leistung von Chesnavi. Stand. Ich bin mit einer bisschen Leistung unzufrieden. Nicht, dass hier wir beide mit einem Chesnavi scheint abzuschalten. Unentschieden nach dem zweiten Spieltag hier enden. Das wäre unschön, weil ich bin der FC Bayern und ich spiele nicht unentschieden. Ich kenne keine Unentschieden. Ich kenne keine Unentschieden. Was ist ein Unentschieden? Hat nichts im Wörterbuch zu suchen bei Bayern München. So, come on, Goretzka. Ja, Coutinho. Und wieder raus, wieder raus, wieder raus. Goretzka spielt aber heute eine Grütze zusammen, den werde ich gleich auswechseln. Thiago spielt heute richtig gut, richtig. Warum spielt er nicht? Ah, jetzt erst. So, Kimmich. Flanke. Nein, was machst du denn, Kimmich? Oh, ja, ausgetrickst. Ah, nee, ausgetrickst. Und? Lewandowski, yes! Der. So muss es sein. Und wieder, wer so sonst? So kann es sein, so kann es bleiben. Wow. So habe ich es mir gewünscht. Lewandowski macht das Tor. Jedes Saisontor, aber da sind Vorbereitungsspiele mit drin, oder? Oder was ist das? Ja, aber auch mit Supercup hat er, glaube ich, auch getroffen gegen dich und im Pokal auch getroffen. Okay. Mehrfach. Du hast trotzdem auch sein zweites Saisontor jetzt. Ich werde aber gleich Goretzka rausnehmen, weil der halt wirklich keine Leistung zeigt. Und Tolisso bekommt zu seinem Einsatz. Der glückliche Tolisso. Der unglückliche. Vielleicht wird er trotzdem Leistung zeigen. Wahrscheinlich wird er jetzt ein Eigentor schießen mit Absicht. Und das ist seine Chance, wieder in die Startelf zurückzukehren. Und jetzt ist der Ball aber bei mir hoffentlich.
Komm mal. Ja. Und Tolisso, was macht er draus? Oh, ja, gut. Gut gekämpft. Und? Ja, passt. Das, den. Noch, das ist ein Angriff für mich. Das ist schön. Weißt du, ich gebe immer diesen kurzen Moment, wo man immer zögert. Ist das jetzt eine Chance für mich? Eine Chance für den Gegner? Oder verliert man den Ball direkt? Oder verliert man den Ball? Oder. Coutinho. Tolisso. Thiago. Oh. Ja. Das war doch auch. Das wollen wir sehen. Locker aus 20 Metern. Lotte aus der Hüfte geballert. Und die Vorlage von Tolisso. Der Argumente für sich damit. Vielleicht muss ich mich bei ihm entschuldigen. Vielleicht muss ich einfach zu ihm hingehen und sagen, es tut mir leid. Ja. Aber ich werde ihn halt trotzdem mehr verkaufen. Vielleicht hättest du lieber an den Verkauf von Goretzka arbeiten sollen. Ja gut, aber Goretzka hat in den ersten Spielen gute Leistung gemacht. Goretzka ist jünger, Goretzka ist deutsch. Ich werde in der Abwehr jetzt mal den gelb vorbelasteten Boateng rausnehmen. Gegen Pavard. Und aber jetzt den letzten Wechsel hebe ich mir auf für die Schlussphase. Ich werde mal von offensiv auf ausgewogen wechseln. Ja, bei einem 2:0, das muss man runterspielen. Aber das nervt mich jetzt ein bisschen, dass du dann schon 6 Punkte hast. Mich nervt das nicht. Oh, jetzt haben wir mal die Gegner wieder in den Ball. Das ist immer unschön. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass bei mir auf jeden Fall der Willen da ist. Ja, 3:0 noch mal. Das ist natürlich, es kann auch natürlich Moral, also es kann natürlich die Moral stärken, der Mannschaft auch. Was macht ihr denn da? Oh, Schöpf läuft ganz alleine durch. Ulreich, Fußballgott. Sven, Ulreich. Fußballgott. Und jetzt auch noch die Ecke dahinterher. Aber da kommt Alaba an den Ball. Aber Schalke wieder im Ballbesitz? Nee, hat das auch gesagt. Ach doch. Pascal. Weil es ist halt alles noch nicht so überzeugend, was meine Mannschaft leistet. Also es ist okay. Man kann darauf aufbauen. Man kann darauf aufbauen. Aber jetzt auch hier gegen keinen Zugriff gegen 10 Gegner. Muss eigentlich weg. Stimmt. Weg dominieren. Schafft man gut. Wir dürfen nicht an den Ball kommen. Naja, hier. Macht vielleicht auch kein so gutes Spiel. 11:4. 11 Torschüsse wieder nur. Das ist ein bisschen wenig. Ich bringe nochmal Thomas Müller für Coutinho. Kann nochmal 3 Minuten reinkommen. Und ansonsten ist das ein schöner Abschluss für diese Folge dieses Let's Plays. Der FC Bayern München startet mit 2 Siegen in die Saison. Borussia Dortmund mit einem Sieg und einem phänomenalen 3:3 gegen den ersten FC Köln. Da ist auf jeden Fall mehr Spektakel drin bei dir. Mit der richtigen Mentalität und ich bin zuversichtlich, was die Saison angeht. Da ist noch nichts entschieden, nur weil du 6 Punkte hast und nicht 4. Es ist ja noch ein sehr langer Weg, den wir vor uns haben. Ja. Nächstes Mal, wenn wir nächstes Mal weitermachen, werden wir ein bisschen weiter vorne sein. Wir werden ein bisschen off-camera weiterspielen, damit ihr die ganze Saison mitkommt. Wir haben jetzt in diesen ersten 3 Folgen den Anfang der Saison gehabt und dann machen wir weiter mit dem weiteren Verlauf der Saison. Denn unser Ansatz ist ja tatsächlich, die ganze Saison zu schaffen und tatsächlich einen Meister zu ermitteln, ja, der hoffentlich zwischen uns entschieden wird, ja, und nicht zwischen irgendwie noch Gladbach oder Leipzig oder wer auch immer. Das wird entweder du oder ich. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche, macht's gut, haut rein. Tschüssi, ciao. Bis zum nächsten Mal. Es gibt einen jungen Stürmer, über den sich die Fans wirklich sehr freuen. Was für ein Tor, was für ein unglaublich glückliches Händchen von dem Trainer.